Das will man gar nicht hören. Wir unterbrechen kurz das Programm, denn in Berlin tagt ja seit 12.30 Uhr das parlamentarische Kontrollgremium in der Sache US-Geheimdienst NSA. Und hinter meinem Kollegen Hans-Werner Fittkau gehen die Türen langsam auf. Hans-Werner, erzählen Sie uns noch kurz, was erwartet denn die Opposition, was die Regierung jetzt liefern soll? Das können wir sofort aus dem Munde von Thomas Oppermann selbst hören. Er ist schon rausgekommen, hier sein Statement live aus dem Reichstag. Deshalb brauchen wir weitere Sondersitzungen in der parlamentarischen Sommerpause. Wir haben allerdings in den wichtigen Fragen natürlich auch heute keine Antwort bekommen. Wir wissen immer noch nichts über den Umfang und die konkrete Praxis der von Herrn Snowden behaupteten millionenfachen Ausforschung deutscher Staatsbürger. Dazu gibt es Konsultationen mit Bundesregierung und amerikanischer Regierung. Allerdings sind die auch noch nicht abgeschlossen. Uns wurde heute eine Stellungnahme des NSA vorgelegt. Aus dieser Stellungnahme ging hervor, dass PRISM kein Massenerfassungssystem sei. Diese Stellungnahme wird sicherlich auch öffentlich werden. Allerdings habe ich festgestellt, dass bei dieser Stellungnahme des amerikanischen Geheimdienstes auch gesagt wird, dass die einzige rechtliche Voraussetzung für die Ausspähung, die richterlich genehmigt werden muss, die einzige rechtliche Voraussetzung ist die Auslandsaufklärungsabsicht. Und natürlich gibt es eine Auslandsaufklärungsabsicht, wenn es darum geht, Informationen in Deutschland zu gewinnen und die Kommunikation in diesem Lande auszuspähen. Für mich war das keine Erklärung und das war auch noch nicht das, sozusagen das Ergebnis der Gespräche mit der Bundesregierung. Es war eine Stellungnahme des NSA, die für mich in keiner Weise befriedigend ist. Wir wissen immer noch nicht, was ist PRISM, was genau wusste die Bundesregierung über PRISM, wie können millionenfach in Deutschland E-Mails und Telefongespräche abgehört, gespeichert, gegebenenfalls ausgewertet werden, ohne dass die Bundesregierung die Einzelheiten kennt. Das ist nach wie vor der Fall. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch einen zweiten Punkt. Wir haben uns auch sehr intensiv unterhalten über das Thema die Aktivitäten von Herrn Schindler, wie sie im Spiegel beschrieben worden sind. Dazu kann ich berichten, es trifft zu. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes hat tatsächlich versucht, eine Vorschrift im G10-Gesetz, die die Weitergabe von Informationen aus diesem Gesetz betrifft, extensiv auszulegen. Bis dahin war Praxis beim Bundesnachrichtendienstes und herrschende Meinung, dass solche Informationen nach § 4 aus der individuellen Kontrolle, also aus der Kontrolle einzelner Personen, nicht an ausländische Nachrichtendienste weitergegeben werden können. Er hat sich dafür eingesetzt, dass das im Einzelfall möglich ist. Das hat er auch unbestritten akzeptiert, dass das so ist. Ich kann dazu nur feststellen, dass wir als parlamentarisches Kontrollgremium, als Teil des Deutschen Bundestages, über solche internen Vorgänge innerhalb der Bundesregierung, zwischen Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst, sozusagen aus geheimen Vermerken amerikanischer Nachrichtendienste erfahren. Das ist ein unerhörter Vorgang. So etwas hätte nach meiner festen Überzeugung im parlamentarischen Kontrollgremium berichtet werden müssen. Aber in diesem Punkt ist die Berichterstattung des Spiegel ganz offenkundig zutreffend. Es liegen im parlamentarischen Kontrollgremium Anträge vor, die Bundeskanzlerin anzuhören und zu befragen. Heute hat auch die FDP Anträge gestellt, Frank-Walter Steinmeier und den früheren BND-Chef Urlau zu befragen. Wir sind aufgeschlossen für die Befragung aller und weiterer Personen, haben uns aber heute darauf verständigt,
dass darüber erst entschieden werden kann, wenn wir die Sachaufklärung weiter vorangetrieben haben. Das wird in mindestens zwei weiteren Sondersitzungen in den nächsten Wochen geschehen. Wird denn Herr Pofalla auch noch mal eingeladen? Herr Pofalla, das erwarte ich ganz klar, wird bei all diesen Sondersitzungen anwesend sein. Die Bundesregierung hat sich auch heute bemüht, die Fragen zu beantworten. Wir konnten nicht alle Fragen ansprechen. Das ist ganz klar aus der zeitlichen Begrenzung so. Wir werden auch längere Sitzungen machen bei den nächsten Gelegenheiten, um mehr Zeit dafür zu haben. Unser Anliegen, die nicht beantworteten oder heute nicht erörterten Fragen schriftlich beantwortet zu bekommen, wurde zurückgewiesen. Wir werden also Punkt für Punkt diese Fragen mündlich erörtern. Nein, wir wissen immer noch nicht, was die Bundesregierung wann wusste. Es gibt natürlich eine Reihe von Indizien, dass die Bundesregierung über NSA und über das Ausforschungsprogramm Millionen deutscher Staatsbürger mehr und früher gewusst hat, als sie bisher eingeräumt hat. Das ist für mich nicht ausgeräumt, aber wir können es auch noch nicht beweisen. Vielen Dank. Noch eine Frage? Also ich erfahre jetzt von Ihnen, dass Herr Schindler bemüht war, an der millionenfachen Ausspähung durch die NSA teilzunehmen, ja, und sich da zum Instrument zu machen. Auf der anderen Seite, es ging hier um die Weitergabe von Daten auf der Basis des G10-Gesetzes. Genau. In diesem Gesetz hat Rot-Grün, wie ich finde, in rechtsstaatlich vorbildlicher Weise die Voraussetzungen geregelt, unter denen Geheimdienste Daten an ausländische Partner weitergeben können. Das setzt voraus eine enorme sicherheitspolitische Bedrohung. Es setzt voraus, dass die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik überwiegend tangiert sind. Es setzt voraus, dass der Staat, der die Daten bekommt, ein angemessenes Datenschutzniveau hat, und es setzt Gegenseitigkeit voraus. Und am Ende muss auch die Bundesregierung bzw. das Bundeskanzleramt noch zustimmen. Ich halte das für eine sehr gute Regelung, wenn es um die Weitergabe von Daten aus der strategischen Kontrolle geht. Diese Regelung ist aber im Falle Schindler nicht betroffen. Da geht es um individuelle Kontrolle nach dem G10-Gesetz, um individuelle Abhörmaßnahmen und Informationen, die daraus gewonnen worden sind. Und diesen Paragraphen wollte Herr Schindler extensiver auslegen, mit der Möglichkeit, dann auch tatsächlich an ausländische Dienste solche Informationen weitergeben zu können. Das zum Sachverhalt. Wusste denn Herr Schindler, was die NSA auf deutschem Boden treibt? Wenn er schon die Bundesregierung nicht unterrichtet hat, hat er Ihnen vielleicht heute was gesagt? Leider haben die Nachrichtendienste, Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst immer noch keinerlei Kenntnis von der möglichen Spionagetätigkeit von US-Geheimdiensten auf deutschem Boden. Man hat darüber keine Erkenntnisse. Deshalb stehen wir im Grunde genommen, sind wir keinen Schritt weitergekommen in dieser Frage. Es gibt auch keine neuen Erkenntnisse bei der strafrechtlichen Aufklärung der Ausspähvorwürfe. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Bundesregierung offen ist Ihnen gegenüber und wird um Transparenz bemüht, oder wird da gemauert? Ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung aufgrund der Berichterstattung vom Wochenende jetzt gemerkt hat, wie brisant die ganze Situation ist. Und dass sie sich schon bemüht, die Fragen zu beantworten. Aber die wichtigste Frage ist natürlich, wie kann es sein, dass Millionen deutscher Staatsbürger und Unternehmen in ihrer gesamten Kommunikation ausgeforscht werden durch den Nachrichtendienst eines befreundeten Landes, und die Bundesregierung will das aus der Zeitung erfahren haben. Das ist eigentlich ein unmöglicher Vorgang, und der bleibt auch nach dieser Sitzung so, wie er ist. Vielen Dank. Erwarten Sie denn von Herrn Schindler Konsequenzen, oder ist die Sache jetzt für Sie erledigt? Über Konsequenzen werden wir reden, wenn der Sachverhalt aufgeklärt ist. Wir wollen keine Bauernopfer, sondern wir wollen, dass jetzt alle Fakten auf den Tisch kommen. Und ich sage noch einmal, auch an dieser Stelle,
Die Bundeskanzlerin hat jetzt die Chance, die neue Sensibilität im US-Kongress für Datenschutz und für die Begrenzung der Spionagetätigkeit von Geheimdiensten zu nutzen und politisch in die Offensive zu gehen, damit wir eine vollständige Aufklärung über das bekommen, was laut Herrn Snowden in Deutschland passiert, nämlich die millionenfache Ausspähung deutscher Staatsbürger. Das müssen wir beenden. Und dem steht auch nicht entgegen, dass Bundeskanzler Schröder nach dem 11. September mit dem amerikanischen Präsidenten vereinbart hat, dass der Austausch von Daten über Terroranschläge, über mögliche Terroranschläge verbessert werden soll. Das ist uns heute auch vorgetragen worden, war für uns aber nicht neu. Es war richtig, dass wir den Amerikanern die uneingeschränkte Solidarität versichert haben nach dem 11. September. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich gegenseitig über drohende Terroranschläge und dazugehörige Informationen informiert, dass man die Informationen austauscht. Aber damit war natürlich nicht die Vorstellung verbunden, dass millionenfach die Überwachung der Kommunikation in Deutschland durch amerikanische Geheimdienste durchgeführt wird. Vielen Dank. Mindestens bis zum 19. August wird es wohl noch zwei Sitzungen geben. Und wann stehen die schon fest? Die am 19. August steht fest, wie sich das aus dem Datum ergibt. Und die zweite wird davor sein. Das Datum wird noch abgestimmt. Vielen Dank. Ja, wir hatten heute wiederum eine umfangreiche Information durch den Geheimdienstkoordinator. Herr Pofalla hat fast eine Stunde lang umfangreich geantwortet auf die zahlreichen Fragen. Auch klar die Bereitschaft verdeutlicht, jede Frage zu beantworten, die im Raum steht. Wir haben uns selbst vertagt nach drei Stunden, auch angesichts der Notwendigkeiten zwischendurch zumindest teilweise wieder in den Urlaub zurückzukehren. Wir haben heute festgestellt, dass die Aussage der Bundesregierung, dass also das PRISM-Programm in Afghanistan nichts mit dem anderen PRISM-Programm, das in der Diskussion ist, zu tun hat, absolut den Wahrheiten, der Wahrheit und den Tatsachen entspricht. Das wurde bestätigt von der NSA. Wir haben weiterhin festgestellt, dass in der Tat SPD und Grüne diejenigen waren, die 2002 nach Besprechungen auf höchster Ebene mit den Amerikanern daran gearbeitet haben, dass der Austausch von Daten intensiviert wird. Sie haben ganz konkrete gesetzgeberische Vorschläge erarbeitet, die mündeten schließlich in der anschließenden Legislatur beschlossen im Deutschen Bundestag in § 7a des G10-Gesetzes. Damit hat die SPD ganz konkret das Problem, dass sie jetzt sich über Dinge empört, die sie selbst in Gang gesetzt hat. Eine wichtige Erkenntnis der heutigen Sitzung. Wir haben weiterhin festgestellt, dass das angebliche laxe Verhalten des Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes keins war. Es gibt eine klare Äußerung des Präsidenten, dass dem nicht so war. Es gibt eine klare Auffassung zu den gesetzlichen Vorgaben, die nicht nur eine Einzelauffassung des Präsidenten ist, die auch nicht von ihm einzeln interpretiert wird, sondern die Auffassung derjenigen ist, die das G10-Gesetz bewerten und anwenden. Also insofern hat sich dieser Verdacht in Luft aufgelöst nach der heutigen Sitzung. Wir haben eine klare dienstliche Erklärung, die erfolgt ist durch den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes. Wir haben schließlich, auch das scheint mir wichtig, erneut festgestellt, dass die deutschen Dienste sich an Recht und Gesetz halten, dass es keine massenhafte Ausforschung deutscher Staatsangehöriger gibt, erst recht nicht durch die deutschen Dienste. Auch für die angeblich massenhafte Ausforschung durch amerikanische Geheimdienste gibt es nach wie vor zusätzlich zu den Behauptungen von Herrn Snowden keinen Anlass und keine Informationen. Das war auch nicht Gegenstand der heutigen Sitzung. Deswegen verwundert es auch nicht, dass wir dazu heute keine weitergehenden Informationen bekommen haben, außer denjenigen, die zu den beiden PRISM-Programmen sich bezogen haben. Und infolgedessen kann ich sagen, dass wir durch die gemeinsamen Austausche und Datenaustausche der Geheimdienste, jedenfalls was die deutschen Dienste betrifft, klar sagen können, hier wird der Datenschutz beachtet, hier hält man sich an Recht und Gesetz
Und infolgedessen können wir jedenfalls als Union feststellen, dass diese Arbeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften in Deutschland vonstatten geht. Warum die deutschen Geheimdienstchefs nicht in der Lage sind, Sie darüber zu unterrichten, was der NSA auf deutschem Boden treibt und wir auf eine Auskunft aus Washington warten müssen? Die deutschen Geheimdienste arbeiten in der ihnen obliegenden Art und Weise mit anderen Geheimdiensten zusammen. Und wenn Sie konkrete Nachfragen haben, dann wird es auch notwendig sein, die Präsidenten zu fragen. Ich jedenfalls habe keinen Zweifel an deren Aussage, dass sie über das spezielle PRISM-Programm, und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass man da mal unterscheidet, zwischen der notwendigen Kooperation der Dienste zum Schutz deutscher Staatsangehörigen, nicht nur bei Entführungen, sondern auch im vorbeugenden Maße bei möglichen Terroranschlägen. Und dass man das trennt, was im Übrigen dann immer im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben in Deutschland stattfindet, dass man das trennt von der Frage, was ist denn da erfolgt durch das sogenannte PRISM-Programm? Und das in der Tat muss die NSA beantworten. Das in der Tat wird nachgefragt. Die Bundesregierung hat da klare Aufklärungsmaßnahmen ergriffen. Und selbstverständlich muss man jetzt darauf warten, welche Antworten wir auf unsere Fragen bekommen. Herzlichen Dank. Herr Pofalla hat gesagt, dass er selber noch Auskunft geben werde jetzt den Journalisten. Macht er noch, ja? Er kommt noch. Ja, gleich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so zu interpretieren, dass wir mit meinen Ausführungen nicht zufrieden waren. Ja, meine Damen und Herren, es ärgert mich schon ziemlich, dass wir heute schon wieder nach kurzer Zeit diese Sitzung unterbrechen und der Vorsitzende wieder eine Sondersitzung einberufen möchte. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll gewesen, heute wirklich den Gesamtkomplex in Teilen jedenfalls aufzuarbeiten, um zu sehen, wo wir noch Nachfragebedarf haben. Der Vorsitzende selber hat ein großes Interesse daran gehabt, hier heute diese Sitzung nicht zu Ende zu führen. Es ist entscheidend, wenn wir vernünftig aufarbeiten und aufklären wollen, dass wir dann auch wirklich uns die Zeit nehmen, als parlamentarisches Kontrollgremium hier entsprechend auch in die Tiefe einzusteigen. Wir haben heute die Gelegenheit gehabt, in Teilen jedenfalls über die IT-Programme uns zu informieren. Aber ich sage auch ganz offen, auch da sind nach wie vor Fragen offen. Für mich ist entscheidend, dass wir nicht immer ein Hopping machen von einer Sitzung zur nächsten, sondern dass das parlamentarische Kontrollgremium sich auch wirklich ausreichend Zeit nimmt, um wirklich sämtliche Sachverhalte uns vorzunehmen. Die Bundesregierung war bereit, heute bis in die Nacht uns die entsprechenden Fragen zu beantworten. Und es lag am Vorsitzenden, dass es schon wieder eine andere Interpretation gab. Interessant ist auch, dass er gerade von zwei Sondersitzungen noch bis zum 19. August sprach. Davon habe ich nichts mitbekommen, denn es ging nur darum, möglicherweise noch eine Sitzung bis zum 19. August zusätzlich aufzunehmen. Und auch das spricht tatsächlich Bände. Die FDP-Fraktion hat beantragt, dass Frank-Walter Steinmeier und Ernst Urlau in der nächsten Sitzung eingeladen werden. Hintergrund an der Stelle ist einfach die Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste gerade zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten in der Zeit nach 9/11 an Intensität zugenommen haben und dass es dann auch höchste Konsultationen dazu gab. Der damalige NSA-Chef Hayden hat gesagt, dass er über diese Konsultationen einerseits keine Protokolle und nichts Schriftliches festgehalten hat und andererseits aber eine sehr klare Auseinandersetzung und auch eine Form der Zusammenarbeit vereinbart worden ist. Da es keine Protokolle hierfür gibt, können wir uns nur wirklich auf die Zeugenaussagen der damals Beteiligten zurückziehen. Und insofern macht es Sinn, sowohl den damaligen BND-Chef Urlau als auch den Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, Frank-Walter Steinmeier, dafür zu hören. Denn es ist entscheidend, auf welcher Basis, auf welcher rechtlichen Basis, aber auch auf welchem Grundverständnis die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste von Deutschland und den Amerikanern hier entsprechend funktioniert und wie man tatsächlich an der Stelle auch weitergehen kann. Darüber gesprochen worden, ob der BND über die Software X-Keyscore auf Daten der NSA zugreifen kann, die auch deutsche Bürger betreffen. Für uns ist es wichtig, dass wir uns in Teilen jedenfalls mit der IT-Infrastruktur schon beschäftigen konnten. Und an der Stelle sehe ich noch weitere Fragen. Für mich ist entscheidend, dass das, was bisher jedenfalls auf dem Tisch ist, zumindest mal aus rechtsstaatlicher Sicht durchaus positiv zu bewerten ist. Allerdings, wir werden zusehen, wie es an der Stelle weitergeht. Dazu gehört im Übrigen auch die Frage der Wirtschaftsspionage und auch die Frage der Kryptografie-Sicherheit, die durchaus noch hätte geklärt werden können heute, die aber dann auf einer der nächsten Sitzungen auch wieder anstehen wird. Wir haben an der Stelle noch eine ganze Reihe von zusätzlichen Fragen, die noch geklärt werden müssen.
Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, jo, da brach das Signal ab, Professor Tillmann-Meyers bei uns im Studio. Was waren die zentralen Aussagen aus Ihrer Sicht von diesen vielen Statements? Also bei dem Vorwurf von Herrn Oppermann ist mir besonders in Erinnerung, dass er sagte, die Aufklärung von Seiten der Bundesregierung ist durchaus erfolgt. Es hat dort Bemühungen gegeben. Aber diese uneingeschränkte Solidarität, die Regierungschef Schröder bewilligt hat, ist das eine. Aber er meint, das würde noch nicht erklären, dass die millionenfache Abhörung von Daten von Bundesbürgern geklärt sei. Darin liegt jetzt noch sozusagen der restliche Befund. Andererseits gibt es den Vorwurf an Oppermann, dass diese Sitzung vorab sozusagen schon beendet wurde, sodass man den Eindruck hat, er will sozusagen das Pulver trocken halten, um in weiteren Sondersitzungen entsprechend weitere Politik zu betreiben. Er hat ja zwei weitere Sondersitzungen angekündigt. Ja. Eine wird noch abgestimmt, die zweite dann am 19.8. Und dann hagelt es ja gleich von der anderen Seite Kritik daran, nach dem Motto, Herr Oppermann sagt das vor den Medien. In der Sitzung eben hat er es gar nicht gesagt. Ja. Also er will Wahlkampf betreiben. Was ist Ihre Einschätzung nach der, wenn man es versucht zu quantifizieren, der Anteil, ich höre gerade, Herr Ströbele liegt wieder vor und wir wollen versuchen, ihn noch mal zu hören. Und jetzt höre ich, es ist leider wieder weggebrochen, das Signal, und wir machen hier weiter. Und deswegen die Frage noch mal, wenn Sie es versuchen zu quantifizieren, wie hoch ist der Anteil, sage ich mal, am Wahlkampf in dieser ganzen Geschichte, wie hoch ist der wirkliche Sachanteil, um den es geht, wo man sich auch als Bürger ernsthaft Sorgen machen muss, dass hier meine Telefonate vielleicht millionenfach abgehört werden? Eine kurze Antwort, bitte. Ja, ich glaube, es überwiegt schon, dass hier Wahlkampf natürlich vorrangig ist und das Sachthema im Hintergrund, denn die Sache hätte man auch heute offensichtlich erklären können, wollte das nicht tun. Dankeschön, und wir gehen wieder auf Herrn Ströbele live aus Berlin. Und Prison selber und den bisher vorgelegten Dokumenten. Deshalb habe ich ganz dringende Fragen an den Zeugen Prison in diesem Zusammenhang. Und ich kann nur alle Beteiligten, vor allen Dingen die Bundesregierung, auffordern, endlich Kontakt aufzunehmen zu Herrn Prison, um diese Fragen zu klären. Das ist dringend erforderlich. Der Mann ist ja nicht aus der Welt, sondern man weiß, wo er ist. Und es gibt dazu... Entschuldigung. Vielleicht wollen Sie den Satz nochmal machen. Ja, sag den Satz nochmal. Ich habe Sie jetzt etwas verwechselt. Also, wir haben eine erste Darstellung der NSA zu den Prison-Programmen, und zwar zu mehreren Prison-Programmen, wie sie zu unterscheiden sind. Darin befindet sich auch eine erste Darstellung des großen Prison-Programms. Diese Darstellung ist mit dem, was Herr Snowden berichtet hat, nicht zu vereinbaren. Diese Darstellung ist in wesentlichen Punkten etwas völlig anderes von dem, wovon wir bisher ausgehen. Diese Darstellung ist insbesondere eine, die verneint, dass es Massenaufnahmen von Kommunikationsbeziehungen gibt. Und deshalb habe ich ganz dringende Fragen an Herrn Snowden. Was ist denn nun richtig? Und gibt es weitere Dokumente dazu, was denn die Wahrheit ist? Und Herr Snowden ist ein Zeuge, der ist nicht aus der Welt, sondern der ist zu erreichen. Und ich habe bisher keinerlei Bemühungen der Bundesregierung, zu diesem wichtigen Zeugen Kontakt aufzunehmen, um zu klären, was ist denn nun richtig und wofür hat er Dokumente und was sagt er dazu? Alle Vorwürfe 100% gegen die deutschen Geheimdienste klären. Hat er das eingehalten? Nein, das kann er gar nicht. Und das konnte er nicht. Und das hat er auch nicht versucht. Er hat uns viel erzählt und hat immer wieder, das muss man hier auch sagen, seine Bereitschaft betont, mehr zu sagen. Aber wir haben heute eine Menge von ihm erfahren. Wir haben auch eine Menge Fragen noch, die beantwortet werden sollen. Deshalb haben wir uns ja darauf verständigt, dass mindestens eine weitere Sondersitzung stattfindet und dann die Sondersitzung vom 19. August. Das ist
heute hier beschlossen worden. Die genaue Terminierung ist noch nicht da. Und Herr Pofalla hat auch da gesagt, er ist bereit zu kommen und alle Fragen zu beantworten. Nur die zentralen Fragen, die kann er möglicherweise am 19. August erst beantworten, weil er zu diesen Fragen selber noch keine Informationen aus den USA hat. Nämlich, was ist PRISM? Wie umfangreich ist die Ausspähung? Was geschieht mit den Daten? Wie lange werden sie gespeichert? Und unter welchen rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen wird diese Ausspähung überhaupt durchgeführt? Da wartet auch die Bundesregierung ganz offensichtlich auf die angeforderten Antworten aus den USA. Nehmen Sie der Regierung denn jetzt ein Aufklärungswillen ab? Hat sich da was geändert? Die Bundesregierung ist offenbar inzwischen bemüht, das ist auch der Druck der vielen Leute, die hier stehen, und sicherlich auch des Parlaments, Antworten zu geben. Aber zu vielen Fragen haben wir bisher keine abschließenden Antworten, sondern deshalb haben wir uns ja verabredet, weitere Sitzungen auch jetzt in der Sommerpause noch durchzuführen. Zweifeln Sie denn jetzt auch, dass es diese massenhafte Ausspähung von 500 Millionen Daten pro Monat überhaupt gegeben hat? Ich habe bisher erstens die Berichte von Snowden mit ersten Belegen dafür und ich habe zweitens eine Aussage, die ich so verstehe, von Herrn General Alexander, der erklärt hat, so steht es in allen Medien, man habe Deutschland zunächst nicht alles gesagt, aber jetzt wüssten die Deutschen ja alles. Daraus entnehme ich, dass er von dem, was Herr Snowden berichtet hat, eigentlich nichts zu korrigieren hat. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, man kann deutlich zur Kenntnis nehmen, dass sowohl Schwarz-Gelb als auch Rot-Grün angefangen haben, dieses Thema nur noch im Wahlkampfmodus zu behandeln. Die einen versuchen hinter jeder Ecke einen noch größeren Skandal zu wittern und die anderen versuchen alles runterzukochen. Die Aufgabenverteilung dabei ist ganz klar. Die SPD möchte sich als Sachwalterin der Interessen darstellen, hat dabei das Problem, dass sie selbst unter Gerhard Schröder zusammen mit Josef Fischer als Außenminister nach 2001 eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den USA und Großbritannien eingeleitet hat. Auch das ist heute wieder deutlich geworden. Und natürlich sind Union und FDP jetzt bemüht, das, was momentan gerade alles hochkommt, was sie ja selbst auch intensiv weiterbetrieben haben, möglichst runterzukochen und noch als grundrechtsschonend zu betrachten. Ich glaube, man muss deutlich festhalten, dass die Ausspähung von 500 Millionen Kommunikationsdatensätzen nicht als grundrechtsschonend betrachtet werden kann, sondern dass sie nur als willkürlich betrachtet werden kann. Allein, wenn jemand den Verdacht hegt, dass es um die Abwehr von terroristischen Tätigkeiten, um die Weitergabe von Waffen oder um organisierte Kriminalität oder um eine Cyberattacke geht, ist das ausreichend, um diese Spähprogramme einzusetzen. Wir haben heute gelernt, unter welchen Bedingungen es hier eine Zusammenarbeit mit einem Programm gibt. Das erfreut mich, dass wir dieses Mal tatsächlich konkrete Fakten benannt bekommen haben. Das ist neu. Und es ist allerdings erschreckend, dass es dafür eines solchen Druckes der Öffentlichkeit bedurft hat, damit die Regierung hier endlich Klartext redet. Ich fand es sehr interessant, dass groß angekündigt wurde, dass die Präsidenten der drei deutschen Geheimdienste heute an der Sitzung teilgenommen haben und dazu zwei Staatssekretäre. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, dass das der Normalfall ist im PKGR und auch heute so gewesen ist. Ungewöhnlich war tatsächlich die Anwesenheit von Herrn Pofalla, der aber immer wieder zugesagt hat, alle offenen Fragen beantworten zu wollen. Das ist zweifelsfrei noch nicht passiert, denn natürlich muss die Frage geklärt werden, warum wird offensichtlich dem parlamentarischen Kontrollgremium immer nur dann, wenn es sich gar nicht mehr verhindern lässt, konkret gesagt, was die Geheimdienste tun. Darauf gab es für mich heute auch noch keine Antworten. Und insofern ist es richtig und notwendig, dass wir uns noch sehr intensiv weiter mit den ganzen Fragen beschäftigen. Denn eins kann niemand leugnen, egal wer regiert hat. Es wird massiv auf Telekommunikationsdaten zugegriffen. Es wird massiv immer und immer wieder nach meiner Auffassung in Grundrechte der Deutschen eingegriffen. Und auch Deutsche greifen in Grundrechte anderer ein. Ob das alles immer auf der Basis von geltendem Recht und Gesetz passiert, ist die eine Frage, die zu klären ist. Und die zweite ist die, wenn es denn auf geltendem Recht und Gesetz passiert, ob diese Gesetze richtig sind oder ob sie nicht geändert werden müssten. Sie sagten, dass Sie konkrete Fakten bekommen haben, endlich nach Ihren Worten. Bezog sich das auf X-Keyscore oder können Sie das nochmal einordnen? Wir haben heute zur Verwendung dieses Programms X-Keyscore
durch die beiden deutschen Geheimdienste einiges erfahren. Und es sind da durchaus noch Fragen offen geblieben, beispielsweise eben die, warum wir erst jetzt auf Nachfrage konkret von diesen Programmnamen etc. erfahren haben. Da sind noch einige Fragen offen, nicht nur zu diesem Programm, sondern auch zu anderen. Aber ich bin nach der heutigen Sitzung zumindest etwas zuversichtlicher, dass die Informationen über diese anderen Programme, von Aufklärung will ich jetzt mal absichtlich noch nicht sprechen, etwas flüssiger sein wird, als das in den vergangenen Wochen der Fall gewesen ist. Haben Sie weitere Informationen bekommen zu der Frage, ob es noch andere Verträge geben könnte, auf deren Grundlage ausländische Dienste hier horchen können? Diese Fragen, welche Verträge momentan laufen oder auch nicht mehr laufen, sind heute angesprochen worden. Aber wie gesagt, wir sind heute nicht zum Ende gekommen. Und ich denke, dass diese Fragen insbesondere auf der nächsten Sitzung noch eine große Rolle spielen werden. Auch die Linksfraktion hat einen umfangreichen Fragenkatalog eingereicht. Und da gilt unter anderem dieser Punkt, wer arbeitet mit wem auf Grundlage welcher Verträge und zu welchen Konditionen zusammen, als eine der wichtigsten. Bewerten Sie denn die ursprünglich mal geplante Beteiligung der NSA am Eurohawk? Ja, das passt, wie ich finde, ins Bild, dass die NSA auch an diesem Ausforschungsprojekt, natürlich beteiligt ist. Und es passt auch gut zu dem, was wir heute lesen konnten, dass ja ehemalige hochrangige amerikanische Geheimdienstchefs gesagt haben, dass 40 bis 50 Billionen Daten von der NSA weltweit gesammelt werden sollen, wohl. Und der Aussage, die wollen alles wissen. Da passt das wunderbar ins Bild. Insofern ist es für mich vorstellbar und sollte sich die Möglichkeit ergeben, wäre, glaube ich, der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, der sich parallel mit der Eurohawk-Affäre befasst, gut beraten, da zumindest auch noch mal eine Frage in diese Richtung zu stellen. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass der Herr Bufala noch einige Dinge sagen wird, die mir wichtig sind, denn er hat im Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes die eindeutige Erkenntnis gewonnen, dass sich der Dienst an Gesetz und Recht hält. Und das ist auch für mich sehr wichtig. Und dass der Dienst eine hervorragende Arbeit leistet und dass es überhaupt keinen Grund gibt, daran zu zweifeln. Deswegen ist jede Spekulation, die hier auch von Medien angestellt wurde, über Köpfe rollen in Bezug auf den Bundesnachrichtendienst völlig unangebracht. Das ist das Wichtigste, was zu sagen ist. Und das Zweite ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Diensten fortlaufend über die Jahre 2001, 2003, 2005, 2008 bis 2009 verfestigt wurde. Und das wird im Detail noch aufzuarbeiten sein. Dazu werden wir genügend Gelegenheit haben. Aber jetzt würde ich vorschlagen, dass der Minister den Vortritt hat. Ja, klar, gönne ich Ihnen. Ja. Ich bedanke mich auch. Hast du es? Nein, er muss auch noch die Kassette wechseln. Ja, ist doch kein Problem. Ja. Aber ich glaube, daran war ich bisher nicht so beteiligt. Also, ich fand gut, dass heute die Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums stattgefunden hat. Sie hat ja übrigens auch stattgefunden, weil ich selber daran interessiert war, zeitnah die unglaublichen Vorwürfe gegen die deutschen Nachrichtendienste klarstellen zu können. Ich hätte heute auch gerne die 150 Fragen der SPD gerne beantwortet, aufgrund der zeitlichen Vorgaben, über die das Gremium natürlich selbstständig entscheidet, war das nicht möglich. Und deshalb werden wir in folgenden Sitzungen natürlich diese Fragen selbstverständlich beantworten. Die Fragen, die die deutschen Nachrichtendienste betroffen haben, sind allesamt von mir in einer umfassenden Prüfung geklärt worden. Alle Fragen, die die Arbeit der deutschen Nachrichtendienste betroffen haben, sind so geklärt worden, dass ich heute feststellen kann, die deutschen Nachrichtendienste arbeiten nach Recht und Gesetz. Und nun lassen Sie mich im Einzelnen die Ergebnisse vortragen. Erstens,
Der Datenschutz wird von den deutschen Nachrichtendiensten zu 100% eingehalten. Es gibt keinen einzigen Fall, es gibt keinen einzigen Hinweis, der darauf hindeutet, dass der Datenschutz nicht hinreichend berücksichtigt wird. Es gibt eine Interpretation eines bestimmten Paragraphen durch den Präsidenten des BNDs, die er allerdings bei mir in Form einer Dienstanweisung genehmigen lassen muss. Ein solcher Antrag hat mir bis heute nicht vorgelegen. Insofern gibt es überhaupt keine Veränderung bei der Anwendungspraxis und es gibt vor allem keinen Fall, der dieser Anwendungspraxis zugrunde liegt. Zweitens, es ist behauptet worden, der BND-Präsident habe Anlass gegeben zu einem laxeren Umgang mit dem Datenschutz. Und es ist behauptet worden, er habe sogar bei Dritten darüber spekuliert, die Bundesregierung in dieser Hinsicht zu beeinflussen. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes hat mir gegenüber in einer schriftlichen Erklärung erklärt, dass diese Behauptungen falsch sind. Ich habe keinen Anlass, an dieser Behauptung und an dieser Erklärung des BND-Präsidenten zu zweifeln. Drittens, es ist die Vermutung geäußert worden, dass massenhaft Daten deutscher Bürger an die USA, an den NSA übermittelt worden sind. Diese Aussage ist eindeutig falsch. Es gibt lediglich zwei Datensätze, die von Deutschland in die USA übermittelt worden sind. Und davon kann nicht gesprochen werden, dass das eine millionenhafte Überweisung sei. Die Rechtsgrundlage war Paragraph 7a G10-Gesetz. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass dieser Paragraph 7a G10-Gesetz noch im Mai 2005 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung beraten und beschlossen worden ist. Aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl ist es dann nicht mehr zum Abschluss gekommen, aber der Bundestag hat dieses Gesetz dann 2009 beschlossen und etwa seit Mitte 2009 hat dieses Gesetz Rechtskraft. Die beiden Datenüberweisungen haben so stattgefunden, dass alle Bestimmungen des Paragraphen 7a des G10-Gesetzes eingehalten worden sind. Die Gremien des Deutschen Bundestages sind darüber ordnungsgemäß unterrichtet worden. Es gibt überhaupt keinen einzigen Einwand, der rechtlich bezweifelt werden kann, hier sei nicht korrekt gehandelt worden. Viertens, und jetzt komme ich in eine Schwierigkeit. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass ich aus Sicherheitsgründen üblicherweise darüber nicht reden würde. Um Ihnen aber deutlich zu machen, worüber wir bei diesen beiden Datensätzen geredet haben, möchte ich Ihnen mitteilen, dass diese beiden Datensätze, die übermittelt worden sind, sich auf einen Deutschen beziehen, auf einen Deutschen, der entführt worden ist und auf einen Deutschen, der immer noch entführt ist. Wir versuchen seit vielen Monaten, dem deutschen Bürger zu helfen, ihn wieder in Freiheit zu bringen und ihn körperlich unversehrt nach Hause zu bekommen. Und dass wir in diesem Zusammenhang den USA zwei Datensätze gegeben haben, hat dem Schutz dieses entführten deutschen Bürgers gedient. Wir sind auf die technische Hilfe der USA angewiesen, um in diesem ganz komplizierten Entführungsfall, der sich über jetzt schon einen langen Zeitraum hinzieht, die Hilfe der Amerikaner zu bekommen. Und deshalb war es nicht nur rechtlich in Ordnung, diese beiden Datensätze zu übermitteln. Es war in gewisser Weise zum Schutz
dieser Person. Und deshalb lege ich Wert darauf, dass das, was da stattgefunden hat, den Gremien des Bundestages und auch den Fraktionen des Bundestages seit diesem Zeitraum der Übermittlung bekannt ist und es von keiner Seite jemals irgendeinen einzigen Kritikpunkt gegeben hat, auch von keiner politischen Seite, dass diese Übermittlung der Daten stattgefunden hat. Fünftens. Dieser Vorgang zeigt, dass die Arbeit unserer Nachrichtendienste zum Schutz unserer Bürger, der deutschen Bürger, notwendig ist. Und zweitens, dieser Vorgang zeigt, dass wir bei aller berechtigten Fragestellung immer im Auge behalten müssen, dass die Nachrichtendienste am Ende der Politik Hilfestellung geben sollen und auch geben, im Konkreten Menschen, die in Not geraten sind, zu helfen. Und deshalb sechstens, bei aller aufgeheizten Debatte, die wir in diesen Tagen führen, und ich rede jetzt über die deutschen Nachrichtendienste, dürfen wir nicht vergessen, und das war bisher im parteilichen Konsens, egal wer regiert und egal wer in der Opposition war, dürfen wir nicht vergessen, dass nachrichtlichen dienstliche Arbeit, logischerweise, sonst wäre sie keine nachrichtendienstliche Arbeit, im Vertrauen auf die Sicherheit der Informationen und im Vertrauen darauf, dass nicht alles der Öffentlichkeit präsentiert werden kann, stattfindet. Ich übe dieses Amt jetzt seit fast 4 Jahren aus und ich lege Wert für mich auf die Feststellung, dass die Art und Weise der Arbeit unserer Nachrichtendienste in den 4 Jahren, wo ich die Verantwortung trage, die Sicherheit der Menschen in Deutschland versucht hat mit zu gewährleisten und dass diese Arbeit mit dazu beigetragen hat, dass wir ganz konkret einzelnen Menschen helfen konnten. Und Sie sehen, an dieser Offenheit, die ich ausnahmsweise heute praktiziere, die ich aber für notwendig halte, damit wir alle etwas runterkommen von dieser emotionalen Diskussion um die Arbeit der deutschen Nachrichtendienste. Die Nachrichtendienste werden bei uns rechtsstaatlich korrekt kontrolliert. Und ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich meiner Verantwortung auf rechtsstaatliche Kontrolle dieser nachrichtendienstlichen Arbeit in den ganzen 4 Jahren zu 100% nachgekommen bin. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir in den vergangenen 4 Jahren in Deutschland Sicherheit gewährleisten konnten und dass wir in den vergangenen 4 Jahren Bürgern, die in Not geraten waren, ganz konkret helfen konnten. Und alles das ist nur möglich, wenn Nachrichtendienste in der Welt zusammenarbeiten. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Vorwürfe, die erhoben werden gegen die NSA im Blick auf das, was sie tut, damit von mir gerechtfertigt würden, würden diese Vorwürfe zutreffen. Sondern ich will Ihnen nur deutlich machen, dass das, was wir machen, eine sehr verantwortliche, eine rechtsstaatlich korrekte Arbeit ist. Und ich werde in den nächsten Wochen, auch mit den Möglichkeiten, die ich habe und die ich auch schon wahrgenommen habe, ich werde weiter massiv vorantreiben, die Aufklärung im Blick auf die allgemeinen Fragen um Prismen, um das, was die Amerikaner in diesem Zusammenhang tun und inwieweit und ob überhaupt davon wir in Deutschland betroffen sind. Und so wie ich diese Vorwürfe gegen die deutschen Nachrichtendienste aufgeklärt habe und mit Nachdruck die Klärung herbeigeführt habe, werde ich das, was ich machen kann, in den nächsten Wochen zur Klärung dieser Sachverhalte vornehmen. Und haben Sie Verständnis dafür, weil ja viele Fragen auch an mich immer gerichtet werden, mein Gremium, dem ich zunächst zu berichten habe, ist das parlamentarische Kontrollgremium. Und ich werde es weiter so handhaben,
dass die Erkenntnisse, die ich habe, ich zunächst diesem Gremium und dann, wenn ich es für vertretbar halte, auch der Öffentlichkeit mitteilen werde. Aber ich werde niemals den umgekehrten Weg gehen. Ich habe einen klaren gesetzlichen Auftrag und diesen Auftrag nehme ich wahr. Und deshalb haben wir uns auf weitere Sitzungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums verständigt. Wir wollen am 19.08. diese allgemeinen Fragen klären. Und ich habe zugesagt, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt das, was mir möglich ist, zur Klärung beitragen werde. Und ich werde wiederum erst dem Parlamentarischen Kontrollgremium berichten und anschließend der Öffentlichkeit darüber berichten, was wir erreicht haben und was wir klären konnten. Und deshalb haben Sie Verständnis dafür, dass ich auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen, die ich auch zu beachten habe, handle. Das Parlamentarische Kontrollgremium halte ich für das Gremium, das ich unterrichten muss und das auch von mir immer wieder unterrichtet wird oder von meinen Mitarbeitern. Und ich freue mich, dass wir heute die Sitzung hatten, weil wir damit die Vorwürfe gegen die deutschen Nachrichtendienste im Detail klären konnten und damit feststeht, dass unsere Nachrichtendienste sich an Recht und Gesetz halten. Herzlichen Dank. Eine Nachfrage, Herr Pofalla. Eine Frage müssen Sie aber doch erlauben. Oder? Soweit Ronald Pofalla, der Kanzleramtsminister, mit einem ausführlichen Statement zur Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das ja 2-3 Viertelstunde hier getagt hat. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, am 19. August geht es weiter. Es findet eine weitere Sitzung statt. Aber Ronald Pofalla hat gesagt, hat erklärt, die Vorwürfe gegen die deutschen Geheimdienste sieht er als ausgeräumt an. Er sagte, Datenschutz sei zu 100% durch die deutschen Dienste gewährleistet. Und er hoffe, dass es von nun an ja eine sachlichere Diskussion zum Thema geben wird. Zuvor hat die Opposition eingeräumt. Bei einem Abgeordneten der Opposition hieß es, wir haben eine Menge erfahren. Und Thomas Oppermann, der Vorsitzende des Parlamentarischen Gremiums, sagte, die Bundesregierung hat sich bemüht, die Fragen zu beantworten. Das sind immerhin Aussagen, die Ronald Pofalla und der Bundesregierung unterstellen, dass sie der Forderung der Opposition nachgekommen sind und sich hier um Aufklärung bemühen. Was überhaupt noch nicht aufgeklärt ist, ist tatsächlich die Dimension der Überwachung durch die amerikanische NSA in Deutschland. Aber offensichtlich hat die Opposition jetzt auch eingesehen, dass diese Klärung der Vorwürfe, die da im Raum stehen, noch Zeit in Anspruch nehmen wird, mindestens bis zum 19. August. Die Anfragen liegen ja vor in Washington. Innenminister Friedrich und andere haben ja dort angeklopft und gesagt, dass Deutschland Informationen gerne darüber erhalten muss und möchte. Aber offensichtlich dauert das noch. Die Frage, die spannende Frage wird sein, inwieweit die Amerikaner wirklich bereit sind, sich in die Karten schauen zu lassen und den Verbündeten aus Deutschland, aus Berlin Auskunft geben werden über die Dimension der Aussperrung. Das wird eine spannende Frage sein, sozusagen auf der operativen politischen Ebene und was die Zusammenarbeit der Geheimdienste angeht. Was noch erwähnt werden sollte, dieses Afghanistan-Prism, was im Raum stand, wo es ja hieß, dass die deutschen Behörden schon damals in Afghanistan mit Prism gearbeitet haben, ist offensichtlich ausgeräumt. Das hat ja auch die Opposition bestätigt. Und die wahlkampfpolitische Frage, wenn man so will, ist, was geschieht jetzt hiermit? Ist da sozusagen jetzt, wenn man so will, die Luft raus? Es sind ja zwei Baustellen, die in diesen Tagen hier in Berlin außerordentlich nervös und erhitzt diskutiert werden. Auf der einen Seite die Frage der Daten, NSA, wie war die Bundesregierung involviert? Hat sie die Wahrheit gesagt? Das war der Komplex, der heute hier Thema war. Und der Eurohawk-Untersuchungsausschuss, die Frage, was hat Thomas de Maizière gewusst? Wann hat er vom Scheitern dieses Projektes gewusst. Das sind ja diese beiden Komplexe, mit denen die Opposition versucht, die Regierung in diesen Wahlkampfzeiten ein wenig unter Druck zu setzen, was ja auch gelungen ist, jedenfalls was das Thema NSA angeht bis heute. Ich vermute, dass jetzt ordentlich Luft aus dem Kessel abgelassen wird mit dieser Bereitschaft auch vom zuständigen Minister Ronald Pofalla hier Frage und Antwort zu stehen und auch mit der Erklärung der Opposition, dass sie viele Antworten erhalten hat. So, das war die Sitzung dieses Gremiums live aus dem Paul-Löbe-Haus in Berlin. Ich gebe zurück zu Michael Saar nach Bonn. Ich sage ganz herzlichen Dank Hans-Werner Fittkau, der dieses Ereignis für uns live auch gleich in einer ersten Einordnung eingeordnet hat. Ihre Einschätzung als Politikwissenschaftler, was ist die zentrale Aussage von diesen vielen Statements, die wir eben gehört haben?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass hier Exekutive und Legislative tatsächlich bemüht sind, sowohl die Regierung, das wurde ihr ja von der Opposition auch bescheinigt, aber beide Seiten bemüht sind, hier weiterzukommen, eine Sachaufklärung zu erreichen. Offensichtlich gibt es eben noch den Bedarf, insbesondere von der NSA, eine entsprechende weitere Aufklärung zu bekommen, inwiefern in Deutschland gefischt wurde. Das scheint noch offen zu sein. Insofern ist eine Sondersitzung irgendwie vertretbar. Man hätte auch gleich heute vielleicht weiterarbeiten können. Aber auch der Aufklärungsstand ist scheinbar noch nicht der, der eine abschließende Bewertung zulässt. Aber man ist insgesamt, glaube ich, eher optimistisch, hier aus dieser Affäre einen positiven Schluss ziehen zu können, dass man sozusagen von beiden Seiten aus zu einem Ergebnis kommt, was vielleicht beide Seiten zumindest ab dem 23. September dann mittragen können. Sie sind jetzt unabhängiger Politikwissenschaftler. Angenommen, Sie wären aber Berater der SPD. Muss man denen nicht sagen, ihr habt da gar keinen Honig eben draus gesogen? Ihr habt sozusagen den Pofalla dem Bundesnachrichtendiensten quasi ein Krönchen auf den Kopf setzen lassen und sagen lassen, alles in Butter. Die Bundesnachrichtendienste sind die Freunde der entführten Deutschen und sonst nichts. Also Herr Obermann hat ja, der Vorsitzende hat ja gesagt, man braucht auch noch eine weitere Sitzung. Insofern ist das für die Sozialdemokraten eine Möglichkeit, eine Bühne, weiter Fragen an die Regierung zu stellen. Und er hat gesagt, dass eben diese millionenfache Abhörung von Seiten der Amerikaner noch im Raum steht, noch nicht aufgeklärt ist. Denn die Aussage von Herrn Pofalla, dass eine massenhafte Abhörung der deutschen Bürger von deutscher Seite aus erfolgt, dass die nicht erfolgt ist, das ist ja eigentlich klar gewesen. Aber der umgekehrte Vorgang ist ja das Politikum, was ja selbst die Kanzlerin in gewisser Weise auf die Palme gebracht hat und gesagt hat, so geht man mit Freunden nicht um. Insofern gibt es, wie gesagt, von beiden Seiten Aufklärungsbedarf. Der ist angekündigt und insofern wird der August vielleicht auch unter diesem Aspekt spannend. Verstehe ich aber richtig, der Ball liegt jetzt, sage ich mal, etwas in den USA. Die sind jetzt in der Bringschuld quasi. Ja. So hat man sich verständigt. Aber der Bundesnachrichtendienst ist, so wie ich das verstehe, aus dem Schneider weitestgehend. Ja, es wird respektiert, dass auch der BND-Chef sich entsprechend gegenüber dem Kanzleramtschef geäußert hat, schriftlich, dass er eben nicht hier für einen laxeren Umgang eingetreten ist, wie immer man das bewerten mag. Das stand ja nur in diesen Unterlagen, dass er das täte. Insofern war das zu dementieren einfach. Aber ich glaube, man kommt aufeinander zu. Und insofern hat es dann doch weniger Wahlkampfcharakter. Oder es ist nicht für eine Munitionierung so bestens geeignet. Professor Tilmar Meyer, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen uns um 18 Uhr mit der nächsten Vorortstrecke, dann auch mit Neuigkeiten zu dem Zugunglück in Spanien. Ich will es noch mal kurz zusammenfassen. Sie sehen es ja auch in diesen blau unterlegten Informationsleisten, die wir Ihnen über den Tag bieten, dass ein Unglück sich in Spanien ereignet hat, eine schwere Zugkatastrophe, 78 Tote, etwa 130 Verletzte. Und die Polizei ermittelt jetzt nach dem Zugunglück gegen den Lokführer. Er fuhr statt der erlaubten 80 Kilometer wohl 190 Kilometer und das verursachte dieses schwere Zugunglück. Also aktuelles wieder gegen 18 Uhr in Vorort. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen.